So, tut mir leid, Leute, ich bin wieder da. Keine Ahnung, was passiert ist. Mein Minecraft hat sich einfach zack beendet und weg war's. Aber jetzt seht ihr, wir sind wieder da. Also ich bin so schon fleißig am Einschmelzen meiner gesammelten Exklusivitäten. Was du bist immer viel zu schnell, Tudu. Ja. Du bist immer viel schneller als alle anderen. Ja, ich bin immer als Erster fertig. Alter, ich glaube, jetzt habe ich mich auf Erde vorgegraben. Ist es noch dunkel? Ich tendiere zu ja. Dann mach mal, leg dich mal jetzt bitte schlafen, bitte. Bringt nichts, wenn ich allein bin. Habe ich schon probiert. Es geht irgendwie nur bei dir. Was soll man da machen? Warten? Ja, geh halt raus. Zeig doch mal, dass du Eier hast. Ist es verrückt? Weißt du, was ich für seltenes Zeug dabei habe? Es ist dunkel, ich kann überhaupt nicht navigieren. Und wenn ich da jetzt rausgehe, sterbe ich mit dem seltenen Loot. Das heißt, wir so unterbrechen Quatsch. Mal kurz die Aufnahme. Nix. Doch, bis es wieder hell ist. Oder? Du kannst ruhig ein bisschen Eier zeigen. Du bist ja bestimmt in der Nähe. Ich zeige keine Hauses. Eier. Ich will mein Zeug nicht verlieren. Ich habe keine Eier, also Mann. Muss ich auch keine zeigen. Ach, es ist ja schon wieder Tag, glaube ich. Oder, Tudu? Ich weiß es nicht. Ich bin in meinem Kistenkeller. Wenn du mich jetzt verarscht. Das würde ich selber herausfinden. Ja, du hast ja gerade eben gesagt, es wäre jetzt Tag. Ja, vielleicht habe ich geblufft. Wenn du geblufft hast, dann bin ich sehr wütend auf dich. Und dann beende ich sofort unsere Zusammenarbeit. Dann verbrenne ich dein Haus. Nein! Und deine Ernte verbrennen, deine Felder veröden und deine Kinder ertränken. Das ist aus der Bibel oder was, Alter? Nee, keine Ahnung. Hört sich so nach Altes Testament an. Da ist ja der Gott ein ganz böser, Gott ein ganz rachsüchtiger. Und ich bin irgendwo draußen, glaube ich. Und ich höre immer noch Kreaturen. Du hast mich verarscht, Fetten. Find's raus. soweit bin ich da fertig. Oh, Creeper! Creeper! Aber es ist zum Glück wirklich hell. Oh, fuck. Ach, eigentlich gönne ich dir den Tod. Ach, das ist schön. Wie, wohin du musst, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß ja nicht mal, wo du rausgekommen bist. Ach so. Ah, oh, Spinne springt mich an. Warum greift die mich an? Hier mitten im Dschungel. Da ist eine Spinne. Nicht angreifen, Spinne. Ganz nett. Ganz liebe Spinne, ganz brave Spinne. Was war das jetzt? Wieso hat die mich angegriffen? Weiß ich nicht. Oh, ich habe Leben gefunden, aber brauche ich nicht. Finde ich hässlich, Leben. So, und jetzt... jetzt muss ich natürlich gucken, in welche Richtung ich muss, was ich natürlich nicht weiß. Weil, bla. Ja. Könnte mich natürlich hier umgucken. Aber hier, ich sehe nur Dschungel und Wasser. Irgendwie. Ich bin auch im Dschungel rausgekommen. Du bist da bestimmt. Hier im Dschungel gleich nebenan. Ja, vielleicht. Ich bin mir sicher. Kann sein, muss aber nicht. Ich kann doch mal Alter Schwede! Zeug da einpflanzen. Was denn? To do! Was denn? Ich habe hier gerade einen Dungeon, also eine Höhle gefunden. Die komplett unter Wasser ist, aber riesig. Total was? total langer, riesiger, tiefer Grund. Also, weißt du, was ich meine? Eine ganz. So eine Spalte. Offene Höhle. Ja, wie eine Spalte. Okay. Eine Spalte und unter mir, also ist alles offen und alles mega krass einfach und bla. Du tust wohl gerne in Spalten forschen. Ja, genau. Besonders die nass sind, weißt du? Die war ja nass, war ja voll Wasser. Eine Grotte. Ja, Grotten schlecht war der Witz, gut. So, jetzt aber, ich weiß gar nicht, wem der Witz gehört. Gebührt? Ich egal. Sag mal dazu nichts wieder. Ne? Nö. Sei schlau, bleib dumm. Ich laufe jetzt übrigens, anstatt durch den Dschungel, durch einen Wald. Hier gibt's Kieferholz, oder, nee, Kiefer gibt's ja gar nicht, oder? Fichte? Doch, gibt's schon, so Nadelbäume. Kiefernholz, dieses Weiße da halt. Ja, weiß ist Birke. Ah, dann ist es Birke, gut. Birke und Eiche. So, ich gehe jetzt hier auf so einen kleinen Berg drauf.
so eine kleine Erhebung zumindest und hoffe mir, dass ich dadurch irgendwie ein bisschen mehr sehen kann. Was glaube ich nicht. Ah, es funktioniert. Ich glaube. Hast du was gesehen? Sehe was. Alter, das ist ein Dorf. Nein. Doch, Mann. Dann hast du dieses Dorf gefunden, wo ich auch schon gefunden habe, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Geh mal hin. Ja, denk mir so, so ein Haus hat keiner von uns. What the fuck? Habe ich immer noch meine Playlist. Moment. Oh, das ist ein Zombie. Ich unterbreche mal ganz kurz und change mal meine Playlist. Ja, unterbrech mal, während BG. Du abbrichst. Ich mache hier noch ein bisschen Feldarbeit und erfreue mich an meinem steinigen Boden hier. Ui, der ist so steinig. Und hier ist es holzig, jawoll. Und ich hau mir den Kopf an. So, nein. Ich könnte meinen... Nee, den Fisch brate ich nicht. Genau, Fisch, wo bist du? Da. Komm, ich finde doch jetzt nochmal so ein blödes, kleines Ocelot. So, Ocelot ist das erste Wort, was drauf ist, glaube ich. Ocelot, ja. Die Aufnahme läuft wieder. Was? Ocelot? Ocelot. Was verstehst du denn immer? Was? Oh, er möchte 23 Kohle für 1 Mark tauschen. Ja, dann bist du in demselben Dorf wie ich, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Was kann man denn hier noch mitnehmen? Hier sind auf jeden Fall ein paar Bücherregale, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Was? Dann habe ich die übersehen oder du hast doch ein eigenes Dorf gefunden. Schön. Okay, dann durchsuche ich erstmal das ganze Dorf. Gucken wir mal, ob ich irgendwas Schönes finde. Ja. Ich finde, die Dorfbewohner sehen immer so ein bisschen psychohaft aus. Ich finde die schon aus, je nach Texturpack, wie Thaddäus von SpongeBob. Aha, das mit der großen sein. Nase. Meiner sieht ein bisschen aus wie so ein Troll. Aber was... Ah, okay, ein bisschen Brot, ein paar Äpfel. Ja, ich finde im Wesentlichen diese... Dass die Arme immer so zusammen haben. Ja. Das sieht aus wie eine Zwangsjacke, weißt du? auf jeden Fall nicht ganz gesund sieht's aus. Ja. Die sind mir nicht koscher, so. So, oh, das ist ein Brunnen, schöner Brunnen. Ein Brunnen kann man so bauen. Das ist auch eine Überlegung wert, mal sowas hinzupflanzen. Bei sich. Also ich habe jetzt so oft schon dein Haus angeschaut. Komm heim und zeig das, falls da was gibt. Ach, ich Idiot. Jetzt kann ich nicht. Muss erstmal hier gucken. Geh halt vor meinem Haus weg. Ja, ich tue hier durch den Dschungel hüpfen und immer 9 wieder... Gold für einen Smaragd. Neun Gold nur? Alter, mach das. Mit dem Gold kannst du eh nichts anfangen. Ja, aber ich habe kein Gold dabei. Ach nicht so. Wirklich was. Ich habe nur 8 Golderz. Ja, wenn ich das markieren könnte, warte mal, pass auf. Wie wär's, wenn ich dir jetzt die Koordinaten gebe und du machst das? Nö. Warum greift die Spinne mich jetzt an? Die Spinne ist irgendwo runtergefallen, hat dann Schaden genommen und dann denkt die, ich war das. Unglaublich. Ja, der böse Grantelbart immer. Alter, ich habe schon wieder ein Dungeon gefunden mit ganz viel Eisen. Jetzt reicht's aber. Willst du die Koordinaten vielleicht aufschreiben? Nö. Das überlassen wir dem Zufall oder du hinterlässt einen Weg aus Fackeln. Aber Koordinaten würde ich nur im Notfall nutzen. Ja, stimmt. Ist auch ein bisschen also cheaten, verfälschen, ne? Wir uns ja den Spielspaß. Ja, ich würde es gerne machen, aber... Ja, dann markier dir das doch irgendwie mit Fackeln oder keine Ahnung. Soll ich mir das markieren? Das finde ich nie wieder hier, Alter. Aber ich will jetzt dringend zu dir finden, bitte. Mach doch alle 500.000 Schritte eine Fackel und dann warte bis du bist. Ja, gute Idee. Ich habe ja auch noch 4 Fackeln, das wird klappen. Machst halt alle 2 Millionen überall Schritte. Überall Gräben wieder, überall geht's nach unten hier. Was für eine geile Welt wir hier haben. Aber traurig, dass wir echt noch keinen einzigen blöden Minenschacht gefunden haben. Ich hab hier so eine Eiswelt nebenan. Fuck, ey, wie finde ich jetzt zurück? Gib mal bitte die Koordinaten von unserem Haus. Ich bin nicht mal in der Nähe vom Haus. Ich bin irgendwo im Dschungel. Ich muss selber erst wieder zurückfinden. Alter, to-do. Ja. Du hast doch vorher gesagt, du hast schon 100 Mal auf mein Haus geguckt. Ja, aber jetzt bin ich so tief wieder im Dschungel, weil ich einen Ocelot gesucht habe. Alter, der immer mit seinem Ocelot. Was ist das für ein Typ? Das ist kein Typ, das ist ein Tier. Nein, du, was bist du für ein Typ, meine ich? Ich bin einer, der einen Ocelot haben will. Ja, super. Ocelot für die Tutu, Wenn der mich angreift, ne, dann töte ich ihn wieder. Töte ich dein Haus. Alter, es wird dunkel.
Ja, und? Ich bin auch im Dschungel. Ich kann mir selber jetzt ganz schnell ein Schaf und grab mich dann ein zur Not. Alter Finne, ich hab auch kein Holz. Ist ja nicht so, dass überall um dich herum Bäume wachsen, ne? Ach nee, ich brauch nur ein Holz. So. Zack. Und jetzt noch hier, Moment, ich habe eine Schere, habe ich nicht dabei, natürlich, klugerweise. Ja, fürs Töten gibt's eine Wolle. Immerhin, ne? Ja. Mein Gott, Alter, ich komme hier nicht. Ah, wieder dein Haus angeschaut. Du Idiot! Dann sag mir die Koordinaten jetzt. Gut. Ach, es wird doch nicht dunkel. X 112. Ja, warte mal. Nein. F3. X 112. Ja. Ja, und wie finde ich da hin? Ja, du läufst so lange, bis da X112 steht. Und Z-420. Moment, X112. Okay, das ist, glaube ich, die Richtung. Und Z, was? Minus 420. Okay, dann laufe ich ungefähr jetzt in die richtige Richtung. Glaube ich zumindest. Hoffe ich mal. Boah, ich wäre fast gestorben, mal. Sehr witzig. Ich hab nicht gemerkt, dass ich am Verhungern bin und spring hier fröhlich die Berge runter. Alter, warum steht bei mir überhaupt Used Memory 17% nur? Das kann man nicht mehr benutzen? Das weiß ich nicht, da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Dann hätte ich doch mehr FPS. Wie viel hast du denn da stehen so? Weiß ich nicht, ich hab's wieder weg, aber ich nehme hier mit 80 Frames auf. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, ich hab immer nur so 27 oder so. Das stört mich irgendwie. Da musst du doch für Minecraft ein Alternativprogramm verwenden vielleicht. Ich nehme nicht Fraps. Fraps nervt mich. Das ist Amateurprogramm. Ja, aber warum ein Profi-Programm, wenn man nicht damit umgehen kann? Lieber doch die stupide Amateurlösung. Ja, aber eben nur für Minecraft, damit du halt eine Alternative hast. Ja, aber dann bist du hinterher zu laut oder ich bin zu laut und dann kann ich das nicht machen. Jetzt wird's doch dunkel. Ich fress einen Besen. Wie viel nochmal? 100? X, sag mal. Ach du Scheiße. Das kann nicht sein. Was? Ja, mach mal X ungefähr auf 0. Und auf 0? Z auf minus 400. Und das war's jetzt. Jetzt musst du es dir gemerkt haben. Fuck, und jetzt kommen schon Skelette und ich bin so gut wie tot. Wo steckest du denn? Von welcher Richtung kommst denn du? Mit Monstern draußen und super tollem Loot. Das macht doch Spaß, Freunde. Ich würde dich ja gern unterstützen. Das ist minus was? Bin ich im Wiederholungsverein? Jetzt mach es halt. Das ist immer noch minus 400. So wie zum 100.000. Mal. Lauf immer weiter weg. Warum, Alter? Das kann nicht sein. Ja, das eine ist die Längsachse und das andere die Querachse. Minus 400 und X ist 0. Laufe ich wieder bei X zu nah. Warum? X 0, ne? Z minus 400. Alter, das ist scheiß Drecksdschungel hier, ey. Und mich verfolgt die ganze Zeit ein scheiß Creeper. Ey, wie gesagt, ich würde dich sehr gerne retten. Ich bin doch schon unterwegs, aber ich weiß nicht, wohin. Meine Fresse hier. Go, 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 go. Und deine Wolle reicht nicht für ein Bett? Nein. Und selbst wenn... Ach, verdammte Scheißdschungel hier. Was ist schon wieder hier in der Nacht und im Horror? Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, bei mir läuft auch gerade Happy Scheiße. Und da werde ich bombardiert mit von einem Skelett. Hier ist eine von unseren Höhlen. Alter, kann das nicht einfach mal eine gerade Strecke hier sein? Bist du noch im Dschungel? Ja, überall ist hier Dschungel und übertrieben hoch und runter. Unglaublich. Das regt mich so tierisch auf gerade. Vielleicht wäre der unterirdische Weg doch praktisch. Endermans. Nicht anschauen.
Alter, was ist denn das hier? Jetzt finde ich mein Haus nicht mehr, oder was? Was? Doch, da hinten. Drecksbastard-Zombie, ey. Alter Finne. Halte ja, super, immer jetzt bin ich runter. Gefallen. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Wo halt, ich mich retten kann. Halt immer dein Essen voll, ne? Dass sich deine Leben regenerieren. Ja. Das ist im Wesentlichen das Einzige, was ich hier machen kann. Wo bist du denn jetzt aktuell? Ja, wo bin ich denn? 212? Ja, Koordinaten. Z minus 680. Ja, bei X musst du auf 0, ne? Ja, sag Obwohl. An. Aber ich komme hier einfach nicht durch. Ist überall hoch, runter, hoch, runter. Ganz hoch, runter und überall scheiß Wald. Scheiß Dschungel. Oh, ey, das... Ich tröste dich, es wird bestimmt gleich wieder Tag. Ja, hoffe ich mal. Noch sehe ich zwar weder Sonnenauf- noch Untergang, aber lang kann es nicht mehr dauern. Oh. Ich gehe mal auf meinen... in mein erstes Stockwerk, um den Mond oder die Sonne zu sehen. Schön, dass es dir gut geht, Tudu. Schön. Ja. Wir sollten uns das nächste Mal vielleicht nicht mehr trennen. Ja, das sollten wir. Weil der kleine Angstbart, der kommt ja gar nicht klar. Ich bin kein Angstbart, ich bin einfach nur ein Stress um seine Sachen Bart. Jetzt bin ich in der Winterwelt. Dann warst du vielleicht doch in dem Kaff, in dem ich war. Weil ich bin auch dann plötzlich im Schnee gewesen. Ich laufe jetzt über Eis. Das ist immerhin ein bisschen besser als der scheiß Dschungel.